Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Drago Basler. Ja, ich bin hier im Osten von San Andreas bei dieser Tankstelle und möchte euch schon mal einige lustige Fehler zeigen, die Rockstar eingebaut hat. Auszusehen. Die haben sich schon sehr viel Mühe gemacht mit der Welt und so weiter, aber einige Sachen haben sie hat falsch gemacht und man sieht es übrigens, will mal kurz etwas testen. Zu Fuß geht's nämlich nicht. Aber wenn ich jetzt hier, ja, man wieder raus teleportiert, wieder rein teleportiert. Aber ich komme jetzt gar nicht hoch. Ja, man steigt aus. Schade, man wird nicht reingebackt. Aber per Fuß geht's nicht. Und es geht mit Helikopter, mit Flugzeug. Ich könnte einfach durch dieses Schild mit dem Fahrzeug durchfahren. Und was ist, wenn ich mit dem Kleinen? Kann ich den auch mal kurz ein bisschen zeigen? Dem mache ich die irrsinnigsten Stunts manchmal. Es ist aber extrem sensibel. Aber wie komme ich jetzt hier? So. Prima. Deshalb kann ich. Ja, es geht auch. Man kann auch hochhüpfen. Wunderbar. Also. Dann, das ist so eines der ja, ziemlich besten. Ich wollte heute eigentlich ein lustiges Video machen mit Bussen, aber die spawnen einfach gar nicht. Und es gibt auch noch einen witzigen Bug, ja, eher nicht Bug, eher eine kleine schlechte Vermessung von einem Tunnel mit dem Campus, glaube ich, heißt er. Aus einem großen, wie heißen jetzt die Wagen schon wieder? Also halt einfach die Campusbusse da. Diese Wohnwagen, genau, Wohnwagen. Jo. So. Hier gibt es übrigens so einen Steinabhang, wo man dann gegen die Propeller hüpfen kann. Man braucht aber schon ein schnelles Auto. Ab dort. Ja, ich glaube, der da hinten auf dem Spöll kann recht gut dran hüpfen. Ich glaube auch. Ich glaube, der links hinter dem, der nicht an ist, geht es auch gut. Kann die echt tolle Sachen machen. Werde ich alles noch zeigen. Ich werde danach Livestreams machen, wo ich alles euch zeige, ein bisschen erkläre, wie und so weiter. Aber solange ich leider keinen zweiten Bildschirm habe, geht es ja nicht so gut. Und ich habe irgendwie Surround, Dolby Surround an. Muss ich mal schauen, wie man das ausmachen, damit auf YouTube keine Fehler gibt oder so. Das unterstützt irgendwie nicht. Steht da oben Broadcaster Software. Weiß ich auch nicht genau. Hier hat es übrigens einen Stein, wo ihr mega abheben könnt. Kann ich euch auch noch kurz zeigen, weil er einfach so ein bisschen komisch platziert wurde. Ja, die genaue Ding weiß ich nicht. Location. Ich glaube, hier war es. Irgendwie bin ich da ein bisschen über die Hügel und bin dann abgehoben. Das ist erst kürzlich, habe ich das herausgefunden. Aber man kann irgendwie 20, 30 Meter in die Luft geschleudert werden. Und sogar noch mehr mit schnelleren Autos. Ich habe hier halt nur den Massacro, weil ich einfach gern mit ihm fahre, der nicht so eine mega sensible Steuerung hat. Da muss ich dann auch wieder ein Gamepad kaufen, damit ich nicht mehr so sensible Steuerung habe. Aber ja, PS4 geht halt schlecht. Und Xbox One, ich glaube, das war der Stein. Also wenn ich hier von dieser Seite, wo ich jetzt hinschaue, mega schnell kommt, könnt ihr eigentlich hier mega abheben. Der da oder der da vorne. Einfach mal austesten. Ja, ich kann es jetzt mal kurz machen. Wenn ich wahrscheinlich fehlen werde. Einfach mal einmal machen. Da muss ich schon ein bisschen steiler kommen. Ab hier ungefähr. Wo ist jetzt der Stein? Dort vorne, ganz wenig sichtbar. Uah. Ja. Muss wahrscheinlich den hier nehmen. Gehen wir mal noch kurz. Geradeaus ist.
Weil irgendwie sind die Autos immer ein bisschen zu leicht. Ja, es geht nicht mehr so gut. Aber einfach mal ein bisschen austesten, es wird gehen. Und ja, das Problem ist, dass das Auto zu stark aufgehoben wird, also in die Luft geschleudert wird, dadurch extrem an Geschwindigkeit verliert. Aber einer der Steine müsste es sein oder ein wenig weiter hinten. Irgendwo muss ein Stein sein, der euch mega abheben lässt. Ist extrem genial. So, leider wird es dunkel, aber wir sehen das eigentlich noch recht gut genug. Es ist ja auch jetzt gerade hier. Nämlich der Drox da irgendwas mit der Sens mit dem Sehen von Steinen gemacht. Ungefähr hier mal kurz stehen bleiben, damit wir die Steine sehen. Und zwar zeige ich euch gleich, was passiert. Also hier seht ihr 1, 2, 3 Steine. Und hier drüben hinter dem Busch ist auch noch ein Stein. Hier, der Stein. Machen wir das am besten mit dem Sturmgewehr. Seht sie noch hier über dem Kopf und jetzt sind sie verschwunden. Einfach unsichtbare Steine. Man kann sogar draufstehen. Die sind einfach unsichtbar von der Nähe. Das ist mega genial. Da hatte ich mega Freude, als ich das entdeckt habe. Ich glaube, das kennt kaum noch jemand. Schon jemand. Ich glaube sogar noch niemand. Ist echt speziell. Also hier ist auch irgendwo der Stein. Jetzt muss ich mal wieder kurz schauen. Ja, muss ich nochmal kurz schauen. Weil man die natürlich nicht gut entdecken kann, wenn sie unsichtbar sind. Ein bisschen weiter im Gebüsch, okay. Geht jetzt gerade nicht so, wie ich will. Müssen wir mit dem Auto entdecken. Ein bisschen weiter hinten. Könnte auch sein. Das ist die Sache, wenn man unsichtbare Objekte hat, dann kann man sie nicht entdecken. Per Fuß. Dann ist einfach ja, der Umfang der Füße einfach zu klein, um richtig zu finden. Ja, muss genau hier beim Gebüsch sein. Oh ja, hier. Hä? Der ist durchlässig? Ich glaube, der Stein ist durchlässig. Und die anderen sind nicht durchlässig. Oh, sind alle jetzt durchlässig. Vorher bin ich aber geschwebt. Man bleibt hier ein bisschen stecken. Ja. Also. Ah, ist noch weiter hinten, deshalb. Okay. Also der ist genau hier. Der ist durchlässig. Ja, der ist durchlässig. Die anderen sind hier. Genau. Sieht ein bisschen am Rad vorne rechts. Und bleibt stecken. Wunderbar. Dann können wir gleich mal den Barty holen, damit wir ein bisschen schneller sind. Müssen aber kurz noch ein Barty klauen. Ich habe sowieso Kopfgeld, glaube ich, 7000. Das ist egal. Aber manchmal das erste Fahrzeug am Tag, das ihr klaut, gibt Kopfgeld. So nervig gemacht. Auch eben, dass irgendwie Busse oder so nicht immer irgendwo stehen. Also früher San Andreas, Vice City und so, war immer an einem Punkt ein Fahrzeug, das man brauchte. Eventuell. Und deshalb konnte man das eigentlich immer sehr gut holen. Und zwar ist es einfach jetzt wahrscheinlich auch lobbyabhängig, wie man die Fahrzeuge findet. Also ob man sie überhaupt findet. Also gehen wir kurz zu einem anderen Bug. Das ist einfach ein Platzierungsfehler. Gibt es sehr, sehr oft. Fliegende Büsche. Und da möchte ich einfach mal einen zeigen, der wahrscheinlich schon bekannter ist als die meisten anderen. Eine ist sogar in Los Santos, den zeige ich dann mal in einem anderen Video. Oh, nicht bitte nicht. Oh. Alles kaputt machen. Lieber mit dem Bart jetzt. So. So. Ich habe extra eine leise Tastatur gekauft und nö, es muss natürlich so sensibel sein, dass man es leider hört. Also,
Entschuldigung, kommt hier die Taste durchgreifen. Muss ich da irgendwie improvisieren mit einem Profi-Mikrofon wieder, aber ohne Sensibilität von geht nicht mehr. Jetzt muss ich nämlich die Soundkarte auswechseln. Also wenn jemand weiß, wie man eine Soundkarte auswechselt, genau. Und auch empfehlen kann einer oder so, der darf gerne mir Bescheid sagen in den Kommentaren. Auch Grafikkarte möchte ich endlich mal wechseln. Hier ist ja schon von 2015. Eine GTX 89 Quad. Möchte ich irgendwie mal richtig viel Geld ausgeben für eine Subgrafikkarte, die aber jetzt nicht allzu teuer ist, so dass sie nicht gerade so viel bringt, oder? Aber ja, ihr wisst schon. So, jetzt ist leider relativ dunkel. Sehe ich leider nicht mehr genauso gut, dass ich es euch zeigen kann. Es ist hier. Aber ich weiß jetzt nicht genau wo. Das ist ein sehr auffälliger Busch. Man muss genau an der Straße sein. Deshalb ist er auch ein bisschen auffälliger als die anderen. Ich glaube, er ist sogar hier neben einem Stein oder so. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen blöd, da müsste ich längere Zeit suchen wahrscheinlich. Wieder. Das ist ein sehr auffälliger Stein. Busch. Sogar weiter unten wahrscheinlich. Ich kann es leider jetzt gerade nicht zeigen. Es ist zu dunkel, man sieht fast kaum etwas. Wahrscheinlich im Video sieht man es besser. Ah, hier ist er. Er ist weiter unten. Also das ist genau hier. Die Steine waren ja hier. Und das Schild war ja hier. Können wir gleich noch ein bisschen südlich gehen. Zu einer der Weinwutfillen. Können wir gleich mal hier durchgehen. Das liebe ich an der Party so. Ich habe sie ewig lange nicht gehabt, das erst kürzlich geholt und dachte mir, wieso alle Partys haben und ich nicht. Ja, jetzt weiß ich, wieso ich Party hatte, holen musste. Es ist einfach schnell übers Gelände oder so und bleibt nicht immer hängen und fällt zwar manchmal extrem, aber kommt ja nichts dafür, das ist einfach ein Motorrad. Ja, mein lieber Obststand, wo ich immer reinrase. Einfach weil die Effekte so cool sind, wenn die Obst und Gemüse durch die Luft geschleudert werden und so weiter. Finde ich nice. Einfach so Effekte, Physik-Effekte und so. So, das müsste ich eigentlich echt gut finden. Jetzt müssen wir kurz das Kabel testen. Ja, nicht, dass es plötzlich wieder Wackelkontakt gibt. Ja, am besten das erste Video in diesem Jahr schauen oder in der Playlist. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich richtig bin. Das ist natürlich auch wieder einer, den ich noch nicht so gut kenne. Schon gut, aber nicht oft beachtet habe. Deshalb muss ich schauen, welches Pool es ist. Sogar ein bisschen weiter vorne. Ja. Komm, ein bisschen schneller. Hä? Hier oben. Auf jeden Fall ein Gebüsch im Pool. Sollte eigentlich nicht im Pool sein. Ist auch nicht gut. Ich bin, glaube ich, ein bisschen von der Straße falsch. Also die weiteren, ich werde zwar jetzt nicht so ein langes Video machen, aber die weiteren Bugs, die ich gut finde, sind dann besser zu finden. Auch kein solches Pool. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen die Straße falsch. Könnte hier sein. Gehen wir am liebsten dorthin, damit ich sicherer sein kann.
als hier nochmal zu suchen und unsicher sein zu sein. Ja gut. Dann schauen wir das mal an. Sollte ungefähr hier schon sein, eventuell. Die Bila sieht so aus, aber man kommt nicht. Ja, Rockstar, ein bisschen bessere Platzierungen, damit man auch ja irgendwo zum Puls kommt und nicht durchs Haus muss, weil man ja nicht kann in Häuser. Sollte in GTA 6 dann wirklich möglich sein, haben sie geleakt. Ich hoffe, es ist wirklich so. Also das Puls ist noch nicht. Was da oben könnte es sein? Ja, das ist es. Übrigens hier ein Fenster, das ja, halb verdeckt von einem Busch ist. Das ist auch nicht so gut platziert. Das ist auch nicht das Pool. Ach, bitte, bitte zu finden. Das Pool, ne? Mann, ist das schwer bei so vielen Details. So vielen Pools, so vielen gleichen Willen. Das ist echt schwer zu finden. Das Pool dort. Okay, dann kann ich gleich nochmal merken, wo das ist. Ah, hier käme man auch besser rein. Ach, nicht hier. Ja, dann ist es doch noch ein bisschen weiter westlich. Das Pool dort. Komm, mit dem Osten, nicht im Westen. Ich weiß noch, wir waren ein bisschen von diesem Fenster, ein bisschen nach Osten. Aber es ist wahrscheinlich doch ein bisschen weiter nach Osten. Oder im Westen. Aber ein Pool hat hier einen Busch drin. Ah, muss ich echt jeden kleinen Bug mega markieren auf der Map oder so. Leider kann man nichts markieren auf der Map. Was bleibt? Und deshalb... Ah oh nein, ich sterben. Und deshalb kann man halt auch nicht so richtige Punkte auf Dauer merken, oder? Geht halt einfach schwer. Also wenn es nicht hier ist, müssen wir halt auf die andere Seite gehen. Ja, es ist nicht hier. Jetzt müssen wir nach oben kommen. Ja, jetzt kommen wir nicht mehr zurück. Okay, okay, okay. Ah, jetzt kommen Busse. Mache ich dann im nächsten oder im übernächsten Video. Wahrscheinlich mit dem Kumpel Kevin. LP mit Kev und Unterstrich. Also nicht der richtige. I'm on the clock. What you want? Some wheels? I'll bring it by. Das ist immer so, die Distanz ist mega weit, wo man das Fahrzeug nicht herholen kann. Steht immer, ja, das Fahrzeug ist zu nah dran. Ja. Also trotzdem eine Minute laufen oder fahren. Ja. Leider hat Rockstar echt viele Sachen lizenziert. Also, wenn es jetzt jemand besser kann, kann es wahrscheinlich nicht so gut nachmachen. Das ist eben die Sache. Rockstar kann halt manche Sachen eben nicht so gut. Ah, komm, jetzt habe ich doch gerade geschaut nach links. Ja, no way. Muss ja auch ausweichen, oder? Also es muss hier sein. Sonst bin ich verwirrt. Also hier waren wir. Es ist gleich dieses. Sieht so aus, aber es ist kein Busch in der Nähe. Es war hier, ich weiß es. Es war beim Busch. Beim Busch vor dem Fenster. Oder eventuell ist er gar nicht an jeder Tageszeit hier. Könnte auch sein, dass es so ein Glitch ist. Hm. Ja, gut.
gehen wir doch nochmal gleich zu einem anderen Bug. Einen möchte ich noch zeigen. Ah, ein Rapid Gatehead, das ist gut. Ah, gleich, hier ist einer. Da hat Roxo wieder nicht überlegt. Es gibt mehrere Häuser, die einfach keinen Haupteingang haben. Warte. So. Und zwar, ja, man sieht hier kleine Treppen. X eigentlich. Ah, jetzt habe ich Kopfgeld. Weg. Und hier einfach, ja, ein Hintereingang. Also kein Haupteingang. Aber das ganze Haus hat einfach keinen Eingang. Ja, auch wieder so ein bisschen Hintereingang. So ein großes Haus muss doch einen großen, eine Doppeltür haben. Das ist mir mega komisch vorgekommen, als wir hier mal Verstecken gespielt haben. Machen wir gerne. Und auch die Garagen haben doch immer so eine Seitentür in Amerika. Einfach nichts. Gut, gehen wir zum letzten. Der ist ein bisschen bekannter, den habe ich ja schon mal in einem Video gezeigt. In einem Livestream habe ich es, glaube ich, gezeigt. Und schon ja, relativ früh von einem YouTuber in einem Video entdeckt. Schon lange her. Lass mich nach links. Also wahrscheinlich kennt ihr es schon. Die Videos sind eigentlich relativ berühmt geworden. Ist ja bei mir noch nicht so die Sache. Weil ich halt einfach lange Zeit nicht konnte, auch ein bisschen Probleme hatte. Diese Mauer dort, man merke sich, gehen wir nach oben. Und dann ist die Mauer die erste Abteilung von diesem Stockwerk. Also das ist das erste und das ist die zweite. Ah, jetzt machen die natürlich auch wieder Krieg, Gangkrieg. Ignoriere ich. Also ihr seht es jetzt schon. Unsichtbar. Wieso denn unsichtbar? Hallo? Sieht leider die Mauer von hier nicht. Jetzt hüpfen wir runter, wenn wir da auf das Gelände gehen. What? Kommst du so schnell hoch? Also hier ist die Mauer. Von unten. Schön zu sehen. Boah. Ja, ich verteile gerne Headshots. Ich kann das langsam, auch wenn ich sehr wenig Ego-Shooter zu spielen. Headshot. X ausgewichen. Damit ich keinen Bauchtreffer, also in den Bauchtreffer töte. Headshot. Ja, das ist zu spät. Headshot. Headshot. Stirb doch endlich. Headshot. Leider ein bisschen zu sind, also sich einfach zu früh manchmal auch. Headshot. Headshot. Headshot, komm, nein. Überlebt den Headshot. Ja, sicher! Nur weil er hochgehüpft ist, kein Headshot, aber gut. Ja, manchmal sind es auch die Gegner, die blöde rumpurzeln. Dass ich keinen Headshot nehmen gebe. Stirb doch! Stirb! Ich hab mega sensibel, also viel zu sensibel, damit ich echt sehr genau den Ding schießen kann. Und da bin ich schon ein bisschen überrascht und stolz, dass ich ihm wieder Headshots mache. Wenn man auch sie auch treffen könnte. Oh, sind sie jetzt wieder. Oh, zerfetzt. Ah, genau.
Komm, komm. Ja. Schlafen. Manchmal ist die KI ein bisschen kurz dumm. Dass sie einfach nicht rauskommt. Oh, ich hab Low Life jetzt. Hä, wo ist denn der? Der ist unten. Ja. Oder? Hm. Der muss unten sein. Ich werde es nicht überleben. Regeneriert doch bitte. Ja, ja. Fluchen ist nicht gesund. Ah, wo ist die Treppe da? Die Leiter. Meh, meh. Ah, musst du jetzt. Komm. Oh, fast noch gestorben. Das ist auch ein Headshot. Aber durch den Körper in den Kopf. Ja, drei nicht, okay. Wahrscheinlich einmal auch irgendwo im Hals oder so getroffen. Na gut. Bin dennoch glücklich, dass ich eigentlich nie verlerne, Kopfschüsse zu machen und so. Es gibt ja Menschen, die können einfach gar nicht treffen. Sehe ich immer wieder bei den Schießständen. Und ja. Das auch nicht so schwer wird. So, viele andere werde ich natürlich danach zusammen mit Kevin machen. Und mal ein großes Video daraus machen oder einfach eins, um relativ schnell die Punkte absucht. Und ja, wenn ihr auch Fehler kennt, dürft ihr sie gerne in den Kommentar posten bei meinem Discord-Server oder per E-Mail an draco.basel@gmail.com. So. Also, dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch, Abend oder gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ah, schön die Sonne. Tschüss.